Ja, da sind wir wieder zurück bei unserer super cuten Familie Not So Berry mit unserem Minty Price. Und in der letzten Folge ist unser super süßer Cooper Fox Price geboren worden. Der kleine Wolleproppen liegt jetzt hier schon seit, ja, ich meine, ich habe an dem Tag aufgehört, wenn ich mich richtig erinnere. Die Geburt ist super. Und auch der Name ist super angekommen bei euch. Das freut mich so, so sehr. Ich bin noch ein bisschen eben... Was machst du? Ah, da hast du es hingemacht. Okay. Bisschen noch nicht ganz da, würde ich sagen. Ich habe nämlich mir gerade spontan überlegt, ob wir heute der Mutterpflanze den Kampf ansagen. Deshalb klone ich jetzt gerade dreimal noch dieses Objekt, also unseren Impfstoff, dass wir 8 Stück haben. Dann werde ich unsere Rekruten und uns noch einmal impfen. Und sobald wir alle geimpft sind, fragen wir sie nochmal, ob sie den Kampf mit uns angehen. Und sobald sie ja sagen, alle werden wir ins Labor reisen. Und ja, der Mutterpflanze ein bisschen den Garaus machen. Die Mindy hat nämlich zu dem Trevor gesagt, sie möchte nicht, dass ihr Sohn in einer Welt ist mit diesen ganzen Sporen. Das ist nicht gesund für den Körper. Und sie möchte einfach, dass er in einer behüteten Gegend einfach ist, in einer behüteten Welt. Oh, jetzt ist das eine bisschen kaputt gegangen. Nicht schlimm. Das verkaufen wir direkt und dann machen wir das nochmal. Und ich denke, mit 4 Reserve-Impfungsgedöns. Ich habe keine Ahnung, wie wir genau das machen müssen. Den Kampf, ich habe das noch nie gemacht. Das ist der erste Kampf gegen die Mutterpflanze bei mir. Deshalb werden wir jetzt den erstmal trinken, dass wir geimpft sind. Dann werden wir unsere Rekruten hercheaten, herbeirufen, meinen Self-Sim einmal und wer hat noch mit uns gekämpft? Unsere Christa. Genau, die Christa hatte ich nochmal angeschrieben und nachgefragt, ob sie uns helfen möchte, ob das okay ist. Und sie hat sich gerne zur Verfügung gestellt. Mein Self-Sim ist schon da. Mal gucken, wann die anderen beiden kommen. Wenn nicht, müssen wir sie so einladen. Dich fügen wir mal direkt zur Runde hinzu. Und ich hoffe wirklich, da ist der Erwin. Sehr gut, jetzt fehlt nur noch die Christa. Und da ist die Christa. Unsere Kandidaten sind da. Wir sind vollzählig. So. Dann kannst du noch mal meinen Self-Sim impfen. Dann werden wir jetzt reisen ohne Trevor mit unseren 3 fleißigen Helferlein. Und ich hoffe sehr, dass die Christa auch noch kommt. Der Erwin ist nämlich da gewesen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe ein bisschen Angst, wie das jetzt so verlaufen wird. Wir haben auf jeden Fall alle gefragt, ob sie mit uns kämpft. Wir haben ihr Einverständnis. Wir haben alle nochmal geimpft. Ich habe 5 Impfstoffe dabei. Ich hoffe, das sollte reichen. Und ja. Ja, die Christa ist dabei. Perfekt. So, Leute. Es geht los. Oh mein Gott, ich habe gerade so extrem Bauchkribbeln. So, ihr Süßen. Bitte einmal zusammen hier hingehen. Kommt mal zusammen hierher. Wir machen der Mutterpflanze jetzt den Gar aus. Bisher sind wir noch alle ziemlich... Oh, Mindy, ich zieh dich mal kurz hoch mit der Toilette. Noch alle ziemlich... happy darüber, alle ziemlich pissy. Was macht mein Self-Sim da, wenn ich fragen darf? Ja. Was machst du da? Okay, Moment. Ich setze die mal kurz zurück. Da sind wir. Oh, da ist der Blitz eingeschlagen.
Ich muss mal ein paar Fotos zwischendurch machen. Das müssen wir ja festhalten hier, unseren Kampf gegen die Mutterpflanze. Können wir ja nicht unkommentiert lassen. Schlüsselkarte verwenden. Mach mal die Tür auf. Sagt, Leute, ich danke euch so, so sehr, dass ihr mir helft, die Mutterpflanze zu kämpfen. Dass ihr nicht gesagt habt, die spinnt, die Alte. Aber es wird ein knackiger Kampf. Hier hingehen. Wir schaffen das zu viert. Wir passen auf uns gegenseitig auf. Ja, das sind die ganzen Sporen, gell, Minty? Und ich bin sehr gespannt. Ich hoffe wirklich, dass wir das überleben. Dass wir das hinbekommen. Kommt ihr? Hallo? Jo. Zusammen hier hingehen. Das hat ja schon mal nicht so gut geklappt. Oh, jetzt kommt die Christa. Sie kommen. Zusammen hier hingehen. Los, Mini. Sag, ich gehe voraus. Ich bin das Führungsglied von euch. Ich mache immer den ersten Schritt in den Raum, dass euch nichts passiert. Und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass ihr mir da helft, dass ihr mir glaubt. Vor allem, dass ihr nicht denkt, oh, die spinnt, ist doch alles hier okay in Strangerville. Deshalb, oh, ich bin so gespannt. Anzügliche Blicke. Aha, Erwin. Erwin, allererstes, wir sind in einer festen Beziehung. Zweitens, haben wir einen Partner, der uns über alles liebt, den wir über alles lieben. Drittens, haben wir ein Kind mit ihm. Wir gehen nicht auf deine anzüglichen Blicke ein. Gesundheit. So. Ja, okay, wir müssen hier weiter runter. Zusammen hier hingehen. Na los, traut euch. Es wird, oh mein Gott, nicht mehr viel Weg und wir haben es geschafft. Mindy sagt so, ich verspreche euch, wir kriegen das zusammen hin, wir machen das, wir passen auf uns gegenseitig auf. Und es ist zwar ein harter Kampf, Erwin. Ah, da ist der Erwin. Ich wollte schon gerade sagen, dass der sich jetzt vom Stopp gemacht hat. Das wäre es jetzt gewesen. Und geht mal dann hier zusammen hin. Erwin ist da. Sehr gut. Na, kommt, Leute. Christa, kommst du auch? So, es geht los. So, ich habe ein bisschen Angst. Ich hoffe, unsere Sims, denen passiert nichts. Ich habe mir schon gesagt, wenn irgendwie was sein sollte, werde ich die natürlich wiederholen. Aber jetzt müssen wir erstmal die Tür aufmachen. Oh mein Gott. Mini, nimm uns mit. Ich habe so Angst. Mach die Tür auf. Mini, los. Oh mein Gott. Da ist sie. Und wartet auf uns. Da-dam. Oh mein Gott. Leute, es geht los. Gegen Mutterpflanze kämpfen. Oh mein Gott! Versuchen zu kommunizieren, versuchen zu kämpfen. Mit Mutterpflanze kämpfen. Oh mein Gott, ich hab so Schiss. Ich habe noch nie, ich schwöre es, ich habe noch nie gegen die Mutterpflanze gekämpft. Keine Ahnung, was ich da machen muss. Ich habe mir 1, 2 Videos angeguckt. Man muss dann da auf dran klicken. Man hat links so einen Balken. Bei der Wanni habe ich es vor kurzem erst gesehen. Die Sandra hat das so geil moderiert. Also wirklich, Sandra, falls du das gucken solltest, super cool gemacht. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich werde wahrscheinlich die ganze Zeit nur rumquietschen wie ein Bekloppter und mir nur so, oh mein Gott, was machst du denn da? Okay, huh. Ah, guck, hier haben wir den Balken. Führe Interaktionen an der Mutterpflanze aus, um ihre Gesundheit zu schädigen. Und was ist das hier? Infektionsgrad des Teams. Ach so, also das ist der ihren Balken und das ist unser Balken. Okay, würde ich sagen, kommen wir mal alle hier hin. Oh mein Gott, die Musik geht schon los. Und jetzt? Oh, oh, was geht ab? Oh mein Gott. Gegen die Mutterpflanze kämpfen. Oh mein Gott. Hilfe. Da ist die Essen. Das sind schon Besessene. Da ist der Kara-Ehrenmann und unsere Politikerin. Oh nein, die Mutterpflanze hat sogar die Politik infiltriert. Heißt das so? Keine Ahnung. Oh mein Gott, was passiert jetzt? Mindy ist schon in Angriffsstimmung und denkt sich so, dir mache ich den Garaus, Alter. Nicht mit mir, lass Strangerville in Ruhe.
Oh mein Gott! Oh mein Gott, guckt euch das an. Guckt euch, Entschuldigung, wenn ich hier wie so ein Bekloppter wieder rumquietsche. Aber wir gehen mal ins Gebäude rein, dann kann ich hier ein paar coole Fotos machen. Oh mein Gott! Ist das krass! Ich gehe mal so ein bisschen zurück, dann kriege ich mehr drauf. Okay, es geht los. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mein Self-Sim ist noch nicht ready. Mindy hat sie schon mal besprüht. Okay. Christa und Erwin besprühen sie auch. Oh mein Gott. Wie krass ist das bitte? Oh mein Gott. Krass. Unser Team ist infiziert. Gruppenbefehle. Rückzug, Mega, Spraystoß, Impfstoff gegen Infektion werfen. Die Infektion deines Teams wird teilweise geheilt, aber dein Team richtet keinen Schaden an. Würde ich das mal machen? Wir atmen kurz mal durch, dass unsere Infektion ein bisschen zurückgeht. Oh mein Gott, wie die da rumbrüllt. Okay, was können wir noch machen? Ich würde sagen, wir werfen mal einen Impfstoff. Oh mein Gott. Wir werfen mal einen Impfstoff. Minty, wirf. Triff. Juhu. Volle Kanne. Oh mein Gott. Alter, ist das krass. Und unser Team. Megaspray-Stoß. Okay. Jetzt kann ich nur Rückzug machen. Rückzug ist, denke ich mal, die komplette Interaktion wird abgebrochen. Wir können nur diesen Megaspray-Stoß machen, aber der Balken geht runter. Oh mein Gott, die Christa ganz mutig. Hier, nimm das, Pflanze. Und der Erwin denkt sich nur so, die Mädels machen das schon ohne mich. Mein Gott, wie cool. Mini, gib alles. Gib alles. Wir schaffen das. Wir machen das. Zu viert schaffen wir das. Wie heißt nicht die Musketiere? Musketiere sind ja zu dritt. Wir sind vier. Oh, wie cool. Oh nein, Erwin. Erwin. Gruppenbefehle, Angriff, Vorsicht. Was ist das? Dein Team hält der Infektion stand, richtet aber wenig Schaden an. Schlachtruf. Dein Team verscheucht die Lakaien. Oh ja. Das machen wir jetzt mal. Wir verscheuchen mal die Lakaien. Oh nein, nein, Erwin, 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 oh, er hat's geschafft, sehr gut, Erwin, yes, oh, ist die tot? Oh, Erwin, hast du sie umgebracht? Oh mein Gott, Leute, wir müssen die Lakaien verscheißern, wollte ich schon sagen, verscheuchen. Werf noch mal einen Impfstoff, Minty. Oh mein Gott. Aber unsere Sims sind wacker. Sie machen das. Sie halten durch. Sie beißen die Zähne zusammen. Oh mein Gott. Ups. Falsche Taste. Entschuldigung. Oh mein Gott. Also, ist die wirklich tot? Die Lakaien da. Ey, sag mir jetzt, Erwin hat einen Mord begangen während unserem Kampf, ey. Oh mein Gott. Mini! Können wir noch mal einen Impfstoff werfen? Moment. Gruppenbefehle. Kurz durchatmen, Leute. Kurz durchatmen. Wir müssen kurz durchatmen, sonst sind wir sind zu viel infiziert. Zu viel. Geht unsere Infektion runter? Ja, und jetzt Megaspray-Stoß. Gibt alles. Attacke. Gott, haben wir sie? Nein, oder? Und? Was jetzt? Oh, die letzten Atemzüge der Mutterpflanze, ihre letzten vergeblichen Versuche. Ah, doch, sie hat noch ein kleines Stück. Impfstoff werfen, Minty, schnell! Wirf den Impfstoff, wirf den Impfstoff, wirf den Impfstoff! Yes! Puff, hat's gemacht. Und jetzt? Oh! Oh, was die hartnäckig, ey. Oh,
Sie hat sie im Mund gekriegt. Oh mein Gott. Ist sie tot? Wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Wie sie alle rumtröten. Alter Falter. Was, wir haben eine Belohnung verdient. Herzlichen Glückwunsch. Die schreckliche Tyrannei der Mutterpflanze hat ein Ende. Dein heldenhafter Sieg wird mit einer Probe der Mutter belohnt, die du stolz präsentieren kannst. Ja, vielen Dank. Krass. Oh, wir können sie wiederbeleben. Oh. Geh mal zum Erwin. Was? Ballkicken mit Erwin? Hä? Hallo? Wo ist denn jetzt die Christa und der Erwin hin? Nein, sie lebt noch. Okay, der Erwin hatte sie nur ausgenockt. Wo ist denn die Christa und der Erwin? Hallo? Jetzt sind sie einfach so gegangen. Können wir uns bei meinem Self-Sim wenigstens bedanken? Umarm sie mal. Sag vielen, vielen Dank, Anna. Wir werden uns auch noch eine klitzekleine Überraschung für die Mitrekruten. Vielleicht macht die Mindy irgendein Geschenk. Werden die noch bekommen. Oh mein Gott, wir haben die Mutterpflanze besiegt. Ich fasse es ja nicht. Oh mein Gott, wie krass. Sag vielen, vielen Dank. Und Anna sagt so, gerne doch. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Mutterpflanze wiederbeleben. Krass. Mini, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben die Mutterpflanze besiegt. Oh mein Gott. Und wie sieht es jetzt hier aus? Nee, die anderen zwei sind schon abgedüst. Oh, schaut mal, es schneit, glaube ich, kann das sein? Oh mein Gott. Keine komischen Pflanzen mehr. Keine komischen Wolken mehr am Himmel. Wie cool. Die Welt ist wieder in Ordnung. Was ist denn das hier? Freundschaftliches Ungleichgewicht. Als Sim, der einen engen Zusammenhalt befürwortet, strebt Mindy ein Gleichgewicht an. Zu wenige Freunde bedeutet Einsamkeit. Mindy, was hast du bitte für Probleme gerade? Sei doch froh, dass du gewonnen hast. Madame. Hey, ihr habt gewonnen. Ihr habt gegen die Mutterpflanze gesiegt. Frauenpower mit Erwins Hilfe. Und sie hat sich ja bei den anderen bedankt. Wir werden noch... Ach, fährst du jetzt mit deinem Fahrrad? Okay, Mindy hat sich überlegt, mit dem Fahrrad nach Hause zu fahren. Wir werden dem Trevor jetzt alles genau erzählen, wie wir gekämpft haben, was wir gemacht haben und können ihm voller Stolz sagen, wir haben die Mutterpflanze besiegt. Mit der Hilfe meines Self-Sims, der Christa. Und, oh, wir haben Strangerville ist weniger seltsam. Mit einem letzten Schrei bricht die Mutterpflanze zusammen. Zu Hause bemerkst du, dass überall Normalität eingekehrt ist. Die bizarren Pflanzen werden immer weniger und die Infizierten wachen aus ihrem Albtraum auf. Strangerville hat dir eine Menge zu verdanken. Du hast die Stadt gerettet. Was? Du hast die Mutterpflanze besiegt und die Normalität nach Strangerville zurückgebracht. Du kannst jederzeit zur Mutterpflanze zurückkehren, um sie erneut zum Leben zu erwecken. Nachdem du sie wiederbelebt hast, kannst du dir den Infektionsgrad auf die gewünschte Stufe einstellen. Auf diese Weise kannst du die Geschichte mit einer anderen Familie erneut spielen. Ach nö, das brauchen wir nicht. Mini hat genug gemacht für heute. Du musst jetzt nicht fahren, du kannst von deinem Fahrrad runter. Runter, komm. Du musst ganz schnell zu deinem Schatz. Pack dein Fahrrad ins Inventar. Gut. Und da ist dein Schatz. Jetzt renn zu ihm, fall ihn um den Hals. Ewige Liebe erklären, sag, Schatz, wir haben es geschafft. Unser Sohn muss jetzt keine Angst mehr haben. Wir haben es geschafft. Wir können unseren Sohn jetzt ohne Probleme aufziehen, ohne dass diese komischen Sporen in der Luft rumfliegen. Unser kleiner Cooper schläft eh, der kriegt nichts mit. Und der Trevor freut sich natürlich, dass sie es geschafft haben und macht einen Witz über alte Zeiten. Und die beiden küssen sich jetzt leidenschaftlich und sie erzählt, fragt ihn nach der Lieblingsfarbe. Okay. Was für eine Lieblingsfarbe hat er denn?
sag mal. Und er sagt dann so, mein Glückwunsch, mein Schatz, ich kann es ja gar nicht glauben, dann können wir jetzt wirklich unser Leben anfangen. Wow. Und ich glaube, die beiden dürfen nochmal seinen Hals küssen. Und es ist einfach so, so schön. Ich freue mich so. Es ist so schön. Da haben wir die Kerze. Kann man die da hinstellen? Ah, ne, die brennt dann automatisch. Kann man die auch ausmachen? Löschen, diese Kerze. Ja, dann können wir die nämlich da so hinstellen. Und die beiden dürfen jetzt zum Abschluss schlafen. Nein. Ihr dürft jetzt zusammen ein Baby machen zum Abschluss. Mal gucken, ob es dann geklappt hat oder ob es nicht geklappt hat. Wir lassen uns einfach überraschen. Und der Trevor fragt sie jetzt so, Schatz, wollen wir zur Feier des Tages? Und die beiden werden jetzt romantisch techteln. Unser kleiner Kupi ist wach. Wir hoffen, dass der jetzt nichts groß mitbekommt. Ihm geht's gut. Und ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir die Mutterpflanze besiegt haben. Wie krass. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, euch zwei. Ich hoffe, die Minusbalken der Herzchen gehen nicht wieder runter, sondern dass das wirklich gut verläuft, das Techtelmechtel. Und ja, wir gucken dann einfach, ob sie schwanger ist oder nicht. Da war gerade ein Fuß. Ja, gleich, Schatz, gleich, Schatz. Gleich, Schatz, die Mama kommt und füttert dich und wechselt dir die Windel. Gleich, Schatzi, gleich. Die Hunde sind auch soweit. Ich mache kurz Pause. Ich schicke die Hunde gerade einmal Gassi. Übrigens kann es... Nö, jetzt hat er das Moodlet nicht. Der Trevor hatte vorhin, als wir gestartet sind, das Moodlet, dass er auf fruchtbaren Boden gestoßen ist. Deshalb, wir gucken mal, vielleicht ist die Goldie trächtig. Wir lassen uns einfach überraschen. Und wir gucken jetzt einfach mal, ob zwischen den beiden es gut geklappt hat. Es wurde nicht verhütet. Und? Oh. Okay, vielleicht wegen dem schreienden Baby. Ach, schon wieder. Also ich verstehe das leider nicht, wieso die beim Techteln immer in beiden Balken ein Minus kriegen. Ich verstehe das nicht. Das tut mir immer so weh im Herz. Ich verstehe es nicht. Gut, der Trevor geht jetzt schlafen. Die Mindy wird sich jetzt noch um unseren Cooper kümmern. Und ja. Also, ich kann es mir leider nicht erklären, wieso. Wie war denn das Techtelmechtel? Nichts ist befriedigendes als ein nettes Techtelmechtel. Also war es doch eigentlich gut. Hm. Dann gehst du jetzt auch schlafen, dass du deine ausgepowerten Knochen wieder fit bekommst. Und ich würde sagen, ich nehme dann noch wahrscheinlich was bisschen in den nächsten Tag mit rein. Vielleicht den Arbeitstag. Genau. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn wir auf der Arbeit sind. So, wir haben 7.08 Uhr. Die beiden sind fast ausgeschlafen. Und ja, wie du siehst, sind sie wieder am Baby machen bzw. am Techteln. Ich habe nämlich jetzt nochmal versucht, jetzt wo sie ein bisschen fitter sind. Und ja, weil ich gerne herausfinden möchte, warum die immer beim Techteln einen Liebesbalken bei beiden, also heißt romantisch und Freundschaftsbalken, immer ein Minus kriegen. Deshalb möchte ich das jetzt nochmal... Oh, jetzt hat's gefunkt. Jetzt gab's beides Plus, hast du es gesehen? Also liegt es vielleicht echt wirklich nur bei den beiden da dran, wenn die einfach zu müde sind. Hm. Naja, egal, nicht schlimm. Auf jeden Fall muss ich dann halt immer gucken, wenn die miteinander techteln, dass der Balken von der Müdigkeit zumindest gut wäre. Die Mindy ist soweit fit. Ich hätte gesagt, sie macht sich dann auch schon mal ein bisschen fertig für die Arbeit, denn wir haben nicht mehr viel Zeit. Auf Toilette gehen, kannst mal duschen, dich einfach fertig machen. Auf jeden Fall war dieses Techtelmechtel jetzt besser. Sie haben auch verhütet, ich hatte eben ein Kondom reingepackt, dass sie
ja, nicht zu extrem ist, weil sie haben ja vorhin ein Baby gemacht, ohne Verhütung. Trevor, du könntest dann im Anschluss auch kalt duschen gehen und dann legst du dich noch mal eine Runde schlafen, denn du bist noch nicht fit. Ja, ich habe währenddessen auch das ehemalige Kinderzimmer jetzt zu einem Fitnessstudio umgebaut. Also zu so einem Fitnessraum halt eher gesagt. Schau mal, Trevor, du kannst da mal hier auf allen drei Geräten ein bisschen was für deinen Bestand. Da sind sie sich am Paaren. Juhu. Super, ihr zwei. Vielleicht kriegen wir ja Nachwuchs. Wir gucken einfach mal. So, tägliches Experimentieren. Zagidi-Dagi. Wir müssen die Satellitenschüssel verbessern. Hatten wir hier nicht irgendwo Satellitenschüsseln? Schau mal, Minty. Hierhin teleportieren. Du kannst dir dann gleich was machen. Radelst du jetzt auf die Arbeit mit deinem Fahrrad? Wie geil. Ach, Mini, egal. Bist du wenigstens ein bisschen flotter unterwegs. Aufkommen, einpacken. Und dann verbessern wir das jetzt ganz schnell. Und dann müssen wir wieder Kollegen jemanden sich hinsetzen lassen mit dem Gedings und dann ein Ochsenstark-Serum mischen. Okay, müssen wir dann mal gucken. Auf jeden Fall haben wir noch zwei Impfstoffe übrig. Voll cool. Aber ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir einfach die Mutter von uns besiegt haben. Wie krass ist das denn? Mit wem möchtest du denn? Du möchtest mit der Harley Ball kicken. So. Es geht wieder los. Mindy macht wieder ihren Unfug. Haha. Zählt das alles in Schelm wieder rein? Wir müssen nämlich Schelm noch pushen. Ochsendingsbums. Können wir herstellen. Sehr gut. Sehr gut. Auf jeden Fall ist sie hier immer noch gut drauf. Geschafft. Wir haben es geschafft. Okay, Mini. Wir müssen die Aliens kontaktieren. Schau mal. Dann stell dich der Kleine mal vor. Sag, hi, ich bin die Minty. Wie geht's dir denn? Vorschlangenserum mischen. Wir müssen jemanden wieder putzen lassen. Wo ist überhaupt unser Vincent? Er ist überhaupt nicht mehr da, unser Vincent. Säubern. Voll schlimm. Ich vermisse unseren Vincent schon. Der ist einfach nicht da. Was machst du hier? Plaudern. Ja. Minty, man kann natürlich auch einfach durch die Wand gehen. Ist okay. Alles gut. Es ist halt ein bisschen verbuggt. So. Gut, das können wir nicht herstellen, weil ich keine Erdbeer habe. Aber ich werde die Minty jetzt einmal hier kurz ready machen. Kann sein, dass wir dann auch schon wieder mit der Zeit um sind. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute. Oh mein Gott. Ich glaube, die Mindy ist wieder schwanger. Oder? Ich kann nur vom Wicked einen Fruchtbarkeitstest machen. Ah, nee. Ich könnte noch einen Schwangerschaftstest machen. Oh mein Gott. Aber sie kann sich übergeben. Oh mein Gott. Benutzen, verwenden. Oh, schreib mir gerne mal in die Kommentare, ob du denkst, die Minty ist wieder schwanger. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Das wäre ja der absolute Burner. Danach kannst du auch nochmal Zähne putzen. Krass. Dann wird es wahrscheinlich gar nichts mit einem Alien-Baby. Ach, schade. Aber ich glaube nicht. Weil die Mindy da immer rumsteht und zuguckt und sich ein bisschen kaputt lachen muss. Vielleicht kriegen wir ihn noch hin. Aber wir haben einiges geschafft und sie kann sich übergeben. Also ich weiß nicht, ob das schon so ein Anzeichen ist. Wow, wow, haben wir viel verdient. Mein Gott. Nicht schlecht, Herr Specht. Er ist seit 2 Tagen auf der Welt. Montag kam er. Oder Sonntag. Nee, Montagmorgens. Ich glaube um 6 Uhr. Genau.
Und am Samstag hat der Cooper einfach schon Geburtstag. Oh mein Gott. Wie sehen denn unsere Pflanzen aus? Sehen ein bisschen ungesund aus, die Pflanzen. Trevor! Hallo! Ich habe so eine... so einen Gedanken, dass die Minty schwanger sein könnte. Was sagst du dazu? Mit Trevorline, hä? Der hier die ganze Zeit seinen Boxershorts durch die Gegend läuft. Trevor, was denkst du? Erzähl's mir. Ich weiß gar nicht, ob der Trevor sich dann freuen würde oder nicht, wenn wir jetzt nochmal schwanger... Nein, nein, kein Hunger. Kein Hunger. Okay, kein Hunger. Kein Hunger hat der kleine Cooper. Nein, nein. Cooper hat keinen Hunger. Besser? Ja? Nein? Immer noch nicht gut? Jetzt? Nein, er schreit immer noch. Trevor, machst du gut. Immer langsam weitermachen. Jetzt ist er happy. Jetzt ist unser kleiner Mann happy. Sehr gut, die Metalle behalten wir, die verkaufen wir jetzt nicht. Oh mein Gott, Leute. Ich glaube... Na, voll süß. Hier, guck mal, du kannst... Ein Tag verschönern, sagt, die Arbeit war super schön. Und mein Schatz, ich liebe dich über alles. Und, sie wird ihn jetzt nochmal so ganz... Einfach nochmal so nach, kannst das Babyfieber einfach mal ausdrücken. Sag, mein Schatz, das wäre so cool, wenn wir jetzt noch ein Kind bekommen würden, wenn unser kleiner Mann noch so klein ist. Dann könnten die zusammen spielen. Und wir gucken einfach mal, was er darauf antwortet. Liebe gestehen kannst du auch mal. Und ich finde, die beiden sind ein Herz und eine Seele. So süß. Ich liebe die beiden. Ui, Mini. War dir auch alles gut jetzt? Ja? Ich glaube schon. Babyweiche Haut. Mit dem... Hallo? Mit dem richtigen Gegenstück macht Kuscheln so richtig glücklich. Oh, wie süß. Ja. Ich glaube, mit diesen zwei flirtigen Sims, unsere kokette Minty, unser koketter Trevor, die jetzt Eltern sind und ich habe so den Riecher, dass die Minty schwanger sein könnte. Du kannst mir ja gern mal deinen Gedanke, deine Vermutung in die Kommentare schreiben, ob du denkst, dass sie wirklich schwanger ist. Wir werden es dann herausfinden. Was macht ihr zwei in der Badewanne hier? Hier in der Dusche? Was habt ihr da gemacht? Hm? Ich bin auch sehr gespannt, ob die Minty ist jetzt schlafen. Okay, die Minty ist müde. Gut. Ich mache dann jetzt mal Pause, werde den Tag in Ruhe zu Ende spielen, privat. Falls irgendwas sein sollte, irgendwas Wichtiges, werde ich natürlich einen Screenshot machen oder eine Videosequenz im Nachhinein, um kurz was zu sagen. Aber diese Folge war der absolute Knaller für mich. Wir haben die Mutterpflanze bekämpft, die beiden haben zur Feier des Tages ein Techtelmechtel gehabt. Ich habe so... Also mein Bauchgefühl sagt, die Minty ist schwanger. Ich bin sehr gespannt auf deine Reaktion, was du sagst. Und ja, es wird dann erst mal drei Wochen keine Videos geben, da ich im Urlaub bin und mir so eine Sommerpause nehme, einfach um frisch wieder reinzukommen. Wir sehen uns dann im September wieder Richtung, lass mich jetzt nicht lügen, ich glaube 21. oder 22. September, der Dienstag in dieser Woche. Und ja, ich freue mich schon sehr. Ich hoffe, der Part hat dir gefallen. Du hast dann so gesagt, drei Wochen Ruhe vor mir. Und wir starten dann zusammen weiter durch, wenn du möchtest. Und ja, ich freue mich sehr. Ich fand die Folge wieder so grandios heute. Wir haben die Mutterpflanze bekämpft. Unsere Minty ist vielleicht schwanger. Ich bin sehr gespannt. Und ja, ich hoffe, es hat dir wirklich sehr gefallen. Freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit einschaltest und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.